So, ich komme zum zweiten Teil. Es geht darum, wie kam man dazu, ihn zum Gott zu machen. Ich habe gerade aus dem Kapitel Auferweckung des Lazarus vorgelesen, ja, und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, ja, wo es da heißt, dass die Leiche stinkt. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Und jetzt aufgepasst. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich nur eine Vorgeschichte, also eine Einleitung zu dem Wesentlichen. Ja, wir haben jetzt gesehen, Jesus kam, die Frau sagte, deine Gebete werden erhört, ja, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, dass er ihn auferstehen lassen wird. Er sagt, er sei das Leben, ja, und wer an ihn glaubt, der wird das ewige Leben bekommen. So. Jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wer jetzt naiv ist und sagt, naja, er ist Gott, ne, weil nur er gibt das ewige Leben, vergisst aber den Kontext und vergisst wieder den Zusammenhang. Aber dieser Zusammenhang, der wird in diesem Abschnitt jetzt ganz deutlich, nämlich an dieser Stelle. Jetzt geht's nämlich los, jetzt kommen wir wieder zum Zusammenhang. Warum, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben? Das ist jetzt die Frage. Warum? Wie kommt er dazu, diese Eigenschaft zu haben, das zu gewähren? Wie kommt er dazu, diese Eigenschaft zu haben, diese Herrlichkeit zu gewähren, beziehungsweise diese Dinge zu gewähren, die der Allmacht Gottes entspringen? Das ist die wichtigste Frage. Wie kommt er also dazu, diese Eigenschaften zu gewähren, die der Allmacht Gottes entspringen? Denn deswegen denken ja die Christen, dass er Gott sei, weil er Dinge gewährt, die der Allmacht Gottes entspringen. Okay, so, und jetzt wird es ganz, ganz wichtig. So, hier sagt er also: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Es geht also um die Auferstehung des Toten. Sie sagt, der stinkt schon, und sie sagt: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest? So, jetzt aufgepasst. Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jetzt kommt der wichtigste Part. Alles andere war die Hinleitung, die Erzählung, ja? Und Jesus hat lediglich gesagt, dass er das vollbringen wird und dass wer an ihn glaubt, ja, das ewige Leben erlangen wird. Und jetzt habe ich ja gesagt, das ist eine Eigenschaft, die der Allmacht Gottes entspringt. Und deswegen sagen die Christen, er sei Gott, weil sonst könnte er die Dinge nicht gewähren, die der Allmacht Gottes entspringt. Jetzt kommt aber das Wichtigste in diesem Abschnitt. Und dieser durchbricht diese Interpretation und durchbricht dieses Wunschdenken und durchbricht dieses Denken oder dieses Auffassungsvermögen, er sei Gott. Es durchbricht es. Ja? Weil es jetzt darum geht, genau zu lesen und aufzupassen. Was steht hier? Und da können wir jetzt sehen, es ist eine ganz wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Passage im Evangelium, im Johannesevangelium. Es gibt die, ich bin nur ein Knecht Gottes, ich kann nichts von mir aus tun, ja, ich handle nur nach dem, was er hört, ja, und so weiter. Aber hier ist etwas ganz Wichtiges und deswegen bitte ich um richtig Aufmerksamkeit. Hier geht's nämlich los. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, laut vernehmbar: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja? Also, jetzt machen wir es uns nicht einfach und sagen, bedankt sich Gott bei sich selbst, hält er Selbstgespräche, wenn er doch selber Gott ist und jetzt dieses Bittgebet erhört hat. Darum geht es mir nicht. Wenn es mir darum gehen würde, könnten wir das Thema ganz schnell abschließen und sagen, natürlich hält er keine Selbstgespräche und ist nicht verrückt, Gott. Ja? Und auch dieses ganz Mensch und ganz Gott und so weiter, hier hätten wir eigentlich schon die Auflösung, er spricht nicht zu sich selbst. Er bedankt sich nicht bei sich selbst. Aber das ist ein Kernargument, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und jetzt, doch ich weiß, dass du mich allzeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Es ist der absolute Kern von dem, was Jesus Natur ausmacht, in diesem Vers wiedergegeben. Es ist alles wiedergegeben. Sogar der Vater ist in mir, ich bin im Vater. Alle diese sehr schwierigen Verse werden hier in diesem Vers erklärt. Komplett. Es wird im Grunde
die komplette Natur Jesu und das, was missverstanden wurde, erklärt mit einem Vers. Der Vater ist in mir, ich bin im Vater, der Vater und ich sind eins. All dieses wird erklärt. Ja? Der Vater ist größer als ich, steht natürlich dem gegenüber. Der Vater und ich sind eins, denn da geht es ja mehr um die Absicht, wieder im Kontext zu sehen. Aber ich will gar nicht auf den Kontext. Ich will hier auf was ganz anderes hinaus. Und zwar auf Folgendes. Ich lese das nochmal vor. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich allzeit hörst. Aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich, dass sie glauben, du habest mich gesandt. So, das ist der ganze Lex, das ist die ganze Geheimnis von Jesu Natur. Das heißt, Jesus spricht laut und bedankt sich laut und bittet laut, obwohl er innerlich genau weiß, dass Gott ihn allzeit erhört. Dies ist gemeint mit der Vater und ich sind eins. Der Gesandte Jesus und seine Gebete werden erhört, und zwar allzeit. Sie werden allzeit erhört. Jesus lügt nicht. Ja, Jesus lügt nicht. Seine Gebete werden allzeit erhört. Ich denke jetzt ganz schnell mal an eine Sache, sein Gebet im Garten, dass der Kelch an ihm vorbeiziehen möge, was die Kreuzigung angeht. Ja, hier lesen wir, dass seine Gebete allzeit erhört werden. Und das ist so. Und Jesus weiß es und spricht es laut. Und dementsprechend ist natürlich auch sein Gebet erhört worden, als er im Garten war und darum bat, dass die Kreuzigung an ihm vorbeigehen würde. Damit erschlagen wir auch dieses Thema. Aber hier geht es ist ganz explizit und es ist ganz wichtig. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, dass er laut spricht, damit das Volk versteht, dass er gesandt ist und dass er ein Gesandter ist. Er sagt nicht, ich spreche laut, damit das Volk weiß, dass ich Gott bin. Oder dass ich ein Gott bin, der Mensch geworden ist. Sondern er spricht zu Gott und hört seine Stimme und sagt, ich weiß sehr wohl, dass du meine Gebete erhörst. Und ich weiß sehr wohl, dass du allzeit meinem Willen entsprichst. Und warum entspricht er allzeit seinem Willen? Weil Jesus gestärkt ist mit dem Geist Gottes. Und dadurch hat er die Verbindung zu Gott. Und zwar eine Verbindung, die da bedeutet, er führt den Willen Gottes aus. Jesus hat keinen eigenen Willen. Deswegen sagt er, ich handle nicht nach meinem eigenen Willen. Er richtet so, wie er hört. Und er wird geleitet. Wir haben es hier so mit einer Fernsteuerung zu tun. Jesus wird ferngesteuert von Gott. Deswegen sagt er, ich bin im Vater und der Vater in mir. Wenn er sagt, der Vater ist größer als ich, dann geht es gar nicht auf zu sagen, der Vater ist in mir. Denn etwas, was größer ist, kann nicht in mir sein. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Er will sagen, ich wirke durch Gott und Gott wirkt durch mich. Er hat diese Allmacht und die Fähigkeiten, die Dinge, die nur Gott gewähren kann, die hat er von der Quelle, von Gott selbst. Und Gott selbst wirkt durch die Person Jesus. Das ist das, dass hier eine Verbindung besteht. Eine Verbindung zwischen Gott und Jesus. Man könnte also glatt sagen, eine Einheit. Ohne aber, dass der Gesandte, der vor Ort ist, Gott selber ist. Was wir hier erklärt bekommen, ist ein Medium. Jesus ist ein Medium Gottes. Und als Medium Gottes spricht Gott durch ihn. Nicht immer, aber immer dann, wenn es um Gottes Allmacht geht. Wenn er sagt, ich bin der ich bin, dann spricht Gott durch Jesus. So wie wenn es im Koran heißt, fürchtet mich, als Direktrede Gottes, sagt keiner, dass diese Sprache von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und in dem Moment Muhammad Gott ist. Und um dieses geht es hier. Es geht darum, dass Jesus ein Medium ist. Und ein Medium handelt nicht nach seinem Willen, sondern nach dem Willen Gottes. Deswegen sagt Jesus, ich und der Herr sind eins. Denn durch Jesus spricht der Allmächtige und handelt der Allmächtige. Damit komme ich zum dritten Teil. Das ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen widme ich dem auch mehrere Teile.